Drei Pakete. Drei Amazon-Wunschlisten-Pakete. Die liegen hier auf meinem Tisch rum. Eigentlich wollte ich die erst dann auspacken, wenn noch mehr Pakete gekommen sind. Aber ich will diese jetzt schon auspacken, weil guck mal hier, was in diesem Vollfettpaket drin ist. Das brauche ich die nächsten Tage unbedingt. Nur deswegen packe ich das jetzt gleich aus. Aber bevor ich das hier auspacke, werde ich erstmal die beiden hier auspacken. Das werde ich jetzt machen. Oder nee, doch nicht. Ich werde das jetzt noch nicht auspacken, weil hier, ich muss erstmal Bierpower machen gehen. Also werde ich jetzt zu diesem verschmierten E-Center hinlaufen. Ich bin jetzt bei diesem verschmierten E-Center und ihr wisst schon, was ich hier holen will. Ich war gerade bei E-Center und ich habe mir ein Bier gekauft. Diesen hier trinke ich ganz entspannt. Währenddessen ist hier diese Weserwehr, also da, wo Wasser runterfällt, die aber heute in dieser Stelle hier gesperrt ist. Dieses Metall da vorne, das gucke ich mir die ganze Zeit an beim Biertrinken entspannt. Das mache ich jetzt. So, ich habe gerade mein Bier ausgetrunken und jetzt werde ich auf eine neue Bierpower-Kanalmitgliedschaft grüßend Bierpower machen gehen. Ich grüße dich, Hannes. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und jetzt werde ich nach Hause gehen und erstmal diese Pakete auspacken. Sieht man sich gleich, wenn ich gleich zu Hause angekommen bin. Ich bin schon wieder zu Hause angekommen und jetzt möchte ich euch was zeigen. Guck mal, meine Haare sind weggelaufen. Die sind runtergefallen. Und jetzt werde ich ganz entspannt die Amazon-Pakete öffnen. Kameralicht, hier Lampe, diese Lampe, genau. Vielen Dank. Da war, wie heißt das doch mal? Für meine Kamera eine neue Lampe. Weil meine aktuelle Lampe, die ist so schlecht wegen Kälte. Die geht dann schnell aus und der Akku geht auch voll schnell leer. Deswegen diese Lampe hier. Und wie heißt das Ding nochmal? Hier sind Zettel. Also ich habe jetzt aus datenschutzrechtlichen Gründen den Namen zensiert und da steht drauf ein Gruß von DHL. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk von Albert B. Vielen, vielen Dank, Albert B, für diese Filmleuchte. Ich werde diese Filmleuchte erstmal auspacken. Sehr cool, freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Diese Filmleuchte, die habe ich deswegen in die Liste mit reingepackt, weil guck mal, meine aktuelle Filmleuchte, die ist richtig schlecht, was kaltes Wetter betrifft. Die funktioniert bei Minustemperaturen nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel im tiefsten Winter draußen unterwegs bin, dann habe ich ganz große Probleme mit meiner aktuellen Filmleuchte, dass der Akku diese Kälte nicht aushält und dass der dann ausgeht. Und meine aktuelle Filmleuchte, die ist auch von der Akkuleistung voll scheiße. Die geht voll schnell leer und so weiter. Und deswegen habe ich die hier in die Liste reingepackt.
Oh ja, eine Unterlegplane. Ja, ich muss das schon wieder hier. Ich muss schon wieder den Namen zensieren. So, ich habe gerade den vollständigen Namen zensiert. Und da steht drauf, ein Gruß von Moritz C., damit du keinen nassen Arsch kriegst. Beste Grüße, Moritz. PS, wenn du mal nach Hamburg kommen solltest, können wir auf unserem Dach viel Bier saufen. Geht auf meinen Nacken. Von Moritz C. Besten Dank, viele Grüße zurück und vielen Dank für dein Angebot. Kannst mich gerne privat kontaktieren, zum Beispiel auf Instagram oder so. Ich weiß zwar nicht, wann ich das nächste Mal in Hamburg bin, aber vielleicht wird sich dann irgendwann mal was zustande kommen. Ja, diese Unterlegplane, oder wie die heißt, die werde ich jetzt erstmal auspacken. Die hätte ich hier, wie heißt es doch mal, bei dieser Brockenwanderung. Da hätte ich die mir ja gebraucht, aber die war noch hier zusammengepackt. Weil guck mal, wo ich bei dieser Brockenwanderung war, da lag ich ja auf diesem direkten Boden. Also da, der Boden war zum Glück nicht nass gewesen, aber falls das dann nass wird, oder beziehungsweise falls das noch feuchter wird, dann deswegen brauche ich diese Unterlegplane. Genau. Endlich mache ich mal ein Paket mit einem Messer auf. Genau. Das, was ich vermutet hatte. Hier, ein Solarpanel. Auf dieses Solarpanel, da freue ich mich ganz besonders drauf. Weil guck mal, wenn ich größere Wanderungen mache, also mehrtägige mit draußen pennen und so weiter. Ich habe nur zwei Powerbanks, die reichen vielleicht für 3 Tage. Vielleicht, wenn ich sparsam bin, dann vielleicht für 4 Tage, aber viel mehr auch nicht. Und wenn ich dann Wanderungen durchführe, die 4 Tage oder länger durchgehen, dann macht das ja extrem Sinn. Dann ist das ein riesiger Hilfsmittel, dass ich keine Stromprobleme bekomme, Akkuprobleme und so weiter. Weil man besonders zu dieser Zeit, weil man irgendwie nirgendwo in irgendeinem Laden verweilen darf oder so, dass man schwerer an Stromquellen dann kommt, also hier in so eine Steckdose, wo man seine Akkus aufladen kann. Und deswegen ist dieser Solarpanel absolut wertvoll. Und hier, ich werde das hier jetzt erstmal auspacken. Das ist ein, hier, 28 Watt Akku, Solarpanel.
Guck mal, ich mache einen Test, damit hier eine rote Zahl leuchtet. Und zwar, ich habe hier zwei Lampen und wenn ich hier drüber komme, da seht ihr das? Da leuchtet eine rote Zahl auf. Das heißt, das lädt dann. Also hier seht ihr das? Genau, das heißt, das scheint zu funktionieren. Also sprich, ich bin sehr gespannt drauf. Also gut, wenn man jetzt diese Lampen hier nimmt, dann kommt da kaum was durch. Aber wenn da Sonne drauf kommt, dann bin ich sehr gespannt drauf, wie das durchkommt. Wie gut das funktionieren tut. Der mir dieses Solarpanel mitbestellt hat, möchte nicht erwähnt werden. Und von daher vielen Dank an den, der es mir mitbestellt hat. Das wird demnächst irgendwann benutzt. Ich habe gerade ausgepackt und ich habe die neue Filmleuchte an meiner Kamera dran montiert, um zu prüfen, wie das aussieht. Und guck mal, diese neue Filmleuchte, die kann man hier stufenlos hell machen und dunkler machen. Und was man eine andere auch nicht hat, dass man hier das so machen kann. Genau, dass das wärmer aussieht. Oder dass das wieder so grell aussieht. Aber ich mag das am liebsten beim Film, dass es so grell aussieht. Ach ja, das habe ich noch nicht gezeigt, dass das so aussieht und dann ganz hell gemacht wird. Dann sieht das so aus. Genau. Und das finde ich bei dieser Lampe hier ganz gut. Und aber prüfen, wie das praktisch, wie das, aber prüfen, wie das aussieht, wenn bei ganz kalten Temperaturen. Und die Akkulaufzeit, das ist mir natürlich am allerwichtigsten. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer verschissener Natururin. Oh, ich bin gespannt, was hier in diesen, in diesen, hier, in dieser Fan-Paket drin ist, weil das hier ist voll süffig und so weiter. Keine Ahnung, da ist irgendwas ausgelaufen drin, weil das hier alles nass ist und so weiter. Das süfft hier voll rum.